Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Hallo! Wir hatten euch ja letztes Mal bei Instagram gefragt, welches Video ihr euch so als nächstes wünscht. Und da war die Roomtour ganz oben mit dabei. Und deswegen fangen wir heute mit einer Roomtour an. Aber zuerst frühstücken wir mal fertig und dann geht's los. Also, bis gleich! I know it's nothing new, but it's so good to see you. Do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two. Ja, das hier ist unser Bett. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Wir haben hier zwei Matratzen, 11 cm Dicke. Und ansonsten haben wir hier eine Breite von 1,70 m und 2 m. Wir sind halt beide relativ groß und können deswegen nicht so schlafen, sondern müssen halt eben so längs schlafen. Aber es funktioniert sehr gut. Das Bett ist sehr bequem. Und wir klappen das immer abends auseinander und morgens zusammen. Das Zusammenklappen dauert 5 Minuten und auseinandergezogen ist es in 2 Minuten. Unter uns befindet sich der Tisch, den ich dann gleich aufbauen werde. Und hier unter der zweiten Hälfte des Bettes befindet sich unsere Garage, unser Keller. Den zeigen wir euch dann auch mal nachher. Aber jetzt baue ich erstmal das Bett zusammen. Genau, ich habe auf die Uhr geguckt, das waren 5 Minuten und 10 Sekunden, in der wir das Bett gemacht haben. Und dann haben wir hier so zwei Sitzbänke, auf jeder Seite eine Sitzbank. Den Tisch, den hatten wir am Anfang fast bis hier rüber, aber es war dann unmöglich hier durchzukommen, das war dann sehr nervig. Und ja, deswegen kann man hier zu viert auf jeden Fall sehr bequem sitzen. In unseren vorherigen Videos habt ihr vielleicht auch schon gesehen, dass wir sogar zu sechst hier drin saßen. Da saß dann jemand auf dem Bett und hier hat man noch einen Stuhl stehen. Das war dann auch sehr bequem. Und ansonsten ist das ziemlich cool mit dem Tisch, weil ja, wir den hier einmal so lockern können. Und dann können wir den einfach so drehen und erhalten dann hier halt so einen Durchgang, wenn jemand tagsüber an die Oberschränke muss. Beziehungsweise dann halt einfach auf die andere Seite. Na, müssen wir noch ein bisschen mehr lockern. Einmal auf die andere Seite. Wenn dann jemand halt an die Seite möchte. Ja, und ansonsten haben wir hier unten in unseren Sitzkästen haben wir auch ein Sitzpolster oben drauf. Also hier haben wir zum Beispiel Wäsche, Schlafsäcke, Rucksack und noch ganz viel Stauraum, den wir gerade noch nicht nutzen. Und auf der anderen Seite sieht das ähnlich aus. Da haben wir dann die Kopfkissen drunter und sowas wie Hafermilch und eine Weinflasche. Ja, und auch noch viel Stauraum, der noch frei ist. So, dann mache ich jetzt mal weiter. Hier ist unser Eingang und hinter mir ist auch schon gleich die Toilette. Deswegen fangen wir doch mal gleich damit an. So, genau. Wir haben eine Trockentrenntoilette. Vorne ist dann halt flüssig und hinten ist dann halt fest. Vorne haben wir einen Kanister und hinten Mülleimer mit einer Tüte. Das kann man ganz normal im Restmüll entsorgen und das Flüssige kann man auch sehr gut in der Natur an Bäumen oder sowas einfach ausschütten, weil das soll ja auch Dünger für die Bäume sein. Können wir mal zeigen, wie das aussieht oder ist da gerade was drin? Nein, ist leer, können wir gerne zeigen. Naja, da ist der Trichter, genau. Cool. Genau, dann haben wir noch hier halt einfach noch Kosmetika und halt überall so ein bisschen verteilt. Und das reicht uns und das passt alles wunderbar. Hier vorne haben wir noch eine kleine Box. Da haben wir unsere Sägespäne drin und die wir dann benutzen halt
für das Feste und noch ein paar feuchte Tücher. Das war's erstmal zu unserer Toilette. Und jetzt sind wir auch schon im Herzstück des Busses angekommen. Wir kochen nämlich leidenschaftlich gerne und haben deswegen eine riesengroße Arbeitsfläche. Einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. Wir haben hier zwei große Schubladen, wo wir ganz viel Stauraum haben. Wir haben hier zwei Töpfe und eine Pfanne. Und dann auch zwei von diesen Gaskochern. Langfristig wollen wir auf jeden Fall eine feste Gaskochplatte einbauen. Aber das war uns jetzt für den Anfang ein bisschen zu aufwendig. Deswegen ist das die schnellere Variante. Hat übrigens auch gut mit der Wohnmobilzulassung geklappt. Bei uns gab es da keine Probleme. Wir haben hier auch einen Omnia. Ich glaube, das hat mittlerweile haben das ja fast alle Vanlifer. Das ist ein Gasbackofen. Also auch sehr, sehr cool. Damit hat Melli schon Bananenbrot gebacken. Genau, und dann haben wir hier noch zwei kleine Mülleimer. Die reichen uns eigentlich auch wirklich aus. So, ansonsten haben wir, da muss ich den Teppich mal wegschieben, hier unten drunter noch eine große Schublade und da ist unsere Kühlbox drin. Die ist von Mobicool und es passen 40 Liter rein. Die klappen wir dann meistens so auf und dann können wir halt hier in das Fach reingreifen und alles rausholen, was wir eben brauchen. Ist auch sehr praktisch, weil wenn man die Box aufmacht, dann bleibt die Kälte unten. Also sie verschwindet nicht aus der Tür heraus, wie bei anderen Kühlschränken. Und sie verbraucht auch sehr, sehr wenig Strom. So. Beides haben wir hier gesichert mit, ja, mit diesen Schienen. Ich weiß gar nicht, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Hier vorne haben wir ein ganz normales haushaltsübliches Waschbecken verbaut mit einer Tauchpumpe. Und dann haben wir hier ganz normal fließend Wasser. Und hier ist eben der Lichtschalter. Und hier haben wir noch drei LEDs verbaut. Einer hier, einer da und der dritte ist hinter euch. Und das reicht uns eigentlich für Licht. Ansonsten haben wir noch gemütliches Licht, was wir dämmen können. Das benutzen wir auch. Das haben wir zum Beispiel hier auf der Toilette und dann auch über unserem Bett. Das sieht dann so aus, dass man da halt einmal drauf drückt und das dann quasi heller dimmen kann, beziehungsweise auch wieder dunkler machen kann. Und dafür haben wir wieder aufladbare Batterien. Das ist ziemlich cool und es funktioniert mit Magnet. Das heißt, man kann es auch hier auf die Schrauben aufhängen oder ja, wo auch immer man das braucht. Wir haben es auch schon mal draußen am Auto gehabt, wenn wir abends draußen saßen. Ja, und jetzt zeigen wir euch nochmal den Wasserkanister. Dazu müssen wir das hier mal ganz kurz umhängen. Und dann sehen wir hier, dass wir hier einmal einen 30 Liter Wasserkanister haben und hier dann eben auch einen Abwasserkanister, auch 30 Liter. Und ansonsten haben wir noch überall im Auto so kleinere Kanister verteilt, womit wir dann insgesamt auf 110 Liter Frischwasser kommen. Aktuell haben wir gerade bei Instagram eine kleine Challenge, ob wir es schaffen, eine Woche lang stehen zu bleiben und ob uns das Wasser dazu reicht. Genau, das haben wir geschafft. Wir haben mit 110 Liter quasi eine Woche hier auf dem Stellplatz gestanden und sogar noch die 30 Liter Wasser übrig. So, und wenn wir dann mal ganz ausflippen beim Kochen, das passiert auch hin und wieder mal, dann stellen wir die Gitarre weg, nehmen dann die Bar und haben dann hier eine kleine Verlängerung. Also auch ziemlich cool, gerade wenn man vielleicht ein bisschen was mit Bratkartoffeln oder so macht oder irgendetwas frittieren möchte, dann machen wir das häufig hier, weil es kann dann hier gut abziehen. Genau, ja. Und ansonsten steht das hier gut fest. Hier unten haben wir sogar noch ein paar Schuhe. Das sind dann so unsere Badelatschen. Wenn wir uns dann draußen duschen, ja, ziehen wir die häufig an. Ja. Ich glaube,
Dann macht jetzt mal Melli weiter mit der anderen Seite. Ja, dann zeige ich euch mal, was wir jetzt alles hier auf dieser Seite in den Schränken versteckt haben. Und zwar haben wir hier, die komplette Seite gehört mir, da sind meine Klamotten drin. Genau, ich zeige euch das schon mal. Ich habe das jetzt so geordnet, dass ich da hier so Packkisten vom IKEA halt genommen habe und versucht habe, das auch so ordentlich so ein bisschen zu unterteilen mit Oberteilen. Dann habe ich hier noch Kleider, dort habe ich so meine Bikinis oder mal so meine Bauchtasche, so ein paar Sachen, die man noch so in die Seite quetschen kann. Genau, unten haben wir dann nochmal Jeans, da habe ich auch zwei Packwürfel, Jeans und dann so etwas längere Oberteile, noch meinen Rucksack, hier habe ich dann noch Sportklamotten drin und hier habe ich noch ein paar Jacken. Da hat wohl jemand Marie Kondo geguckt. Ja, genau, stimmt. Mehr oder weniger. Ich bin aber noch nicht ganz zufrieden. Ich räume mal wieder mal um, aber ich glaube, das ist ganz normal. Genau, David hat dafür nur eine Kiste hier für Klamotten. Er meint, das reicht ihm. Mehr oder weniger eine. Ich zeige euch dann später, ist nochmal ein bisschen Stauraum. Genau, da sind halt seine Hemden, also auch quasi dasselbe System. Hemden, T-Shirts und hier drumherum sind die Hosen. Sieht sehr ordentlich aus. Wenn man nicht so viel hat, dann sieht auch alles immer ein bisschen ordentlicher aus. genau, dann haben wir hier unten drunter unsere Essensvorräte. Da haben wir in so Körbchen reingemacht. Also hier haben wir quasi so das Salzige wie Öl, Essig, Brot, Gemüsebrühe, Reis, Quinoa. Und die obere Kiste ist dann halt eher für Frühstück oder für Süßes. Kokosflocken, Erdnussbutter, Tee, Zucker, Hirseflocken, Ahornsirup und genau, alles, was man so für Frühstück benötigt. Dass wir da auch so eine kleine Ordnung haben, klappt auch ganz gut. Dann kommen wir zu dem Schrank hier. Und zwar haben wir hier oben so unsere Bestecksachen drin und unsere Geschirrtücher. Unsere Kaffeemühle, dann halt genau unsere Waage und hier sind dann noch, haben wir das so ein bisschen auf zwei Etagen. Hier unten haben wir so Kisten gemacht, wo dann die Messer und Kochlöffel. Ja. Und Schere. Hier haben wir so Besteck drin, so Besteckkörbchen. Haben hier einfach nur so ein kleines Holz. Huch! Ui! Ist windig. Da ging die Tür aber zu. Also einfach nur ein kleines Holzbrett reingemacht. Das hält auch ganz gut bei der Fahrt. Wir haben gedacht, das schiebt sich erstmal hin und her, aber es funktioniert. Und dann haben wir hier noch ein. Hier muss ich leider den Teppich auch immer ein bisschen wegmachen beim Öffnen. Wir haben den ganzen Schrank alleine gebaut. Wir sind keine Schreiner, also ist auch alles nicht wirklich ganz gerade. Aber dafür, dass wir das erste Mal gemacht haben, finde ich es schon richtig gut. Genau. Und hier haben wir dann nochmal auch zwei Kisten. Hier haben wir eigentlich unser ganzes Geschirr. Tassen, Schälchen, Teller, hier sind sogar noch ein Stabmixer und Gläser. Und was haben wir noch? So ein paar Schüsseln. Und hier oben haben wir dann unsere Krimskrams-Kiste. Da kommt einfach so alles rein. Oh, jetzt kurz die Kamera ausgegangen, weil sie angeblich zu heiß geworden ist. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, das ist die Krimskrams-Kiste. Schwieriges Wort. Wo einfach alles reinkommt, was sonst keinen Platz hat, wie Kerzen, Handyhalter. Hier unsere Kamera. Wie nennt man die? Retro-Kamera? Nennt man die so? Ja, Polaroid heißt es. Polaroid, genau. Ja. Ja, hier so ein Fussel. Unsere Medikamente. Genau. Ja. Ja, von allem so ein bisschen was. Von allem so ein bisschen was. Genau. Dann haben wir hier oben nochmal einen sehr schönen Schrank, finde ich, was der David hier noch gebaut hat. Wo wir halt hier noch so Essensvorräte in einem Glas haben. Und genau, sonst haben wir sehr viele Gewürzkisten. Was wir auch sehr praktisch finden, weil es kann man ja trotzdem, hat viel Stauraum, aber irgendwie wirkt dann der ganze Van noch sehr offen und sehr hell. Und irgendwie gefällt uns das auch, wenn man dann die Gläser
Wenn man das natürlich in schöne Gläser reinpackt, sieht das auch immer ganz hübsch aus. Zwischendrin mal so ein Pflänzchen noch. Und ja, da haben wir auch noch mal zwei Gewürzkisten. Ja, genau. Ja, sonst übrigens, können wir gleich weitermachen mit den zwei hinteren. Stimmt? Können wir machen, aber die Pflanze da oben, falls ihr die seht, die ist immer so, wenn es heiß ist. Und abends, sobald es ein bisschen zu kühler wird, dann blüht die wieder zu richtigem Leben auf. Ja, die hängt immer tagsüber ein bisschen durch. Ja. Genau. Dann wir haben ja auch noch unsere Kräuter, die wir auch noch zeigen können, oder? Stimmt, wir sind ja noch bei der Küche. Dann machen wir doch noch mit den Kräutern weiter. Wir haben vor einigen Tagen, ich glaube, es sind jetzt genauso 10 Tage her oder sowas? Ja. Nee. Ja, ja, so 10 Tage? Ungefähr, ja. Haben wir hier Kräuter ausgesetzt. Und zwar haben wir hier Petersilie. Dann haben wir hier Thymian, das haben wir aber gekauft, das haben wir dann so eingesetzt. Und hier hinten soll Rosmarin kommen und wir sehen so ein ganz kleiner kommt raus. Der braucht irgendwie länger wie die anderen. Auf der anderen Seite haben wir dann hier Basilikum, was schon mal sehr gut aussieht. Ich habe ja echt daran gezweifelt, dass hier was rauskommt, dass es so super ist, habe ich gar nicht gedacht. Hier ist Schnittlauch, das ist halt auch noch, naja, mal gucken. Und hier haben wir so Blumen, wie heißt die nochmal? Gemshorn. Genau, sie sollen einen sehr vanilligen, tollen Duft verbreiten. Ja. Sagt der David. Ja. Ich glaube Ihnen das jetzt mal. Mal schauen, lass uns überraschen, aber ich glaube schon. Und genau, dann machen wir gleich weiter. Machen wir weiter mit den Oberschränken, ne? Mit den Oberschränken, hier haben wir nochmal 2 Oberschränke. Ja, das war echt eine Quälerei, die zu bauen, aber ja, steht jetzt alles und ist auch sehr praktisch über dem Bett, weil da habe ich jetzt zum Beispiel meine Unterwäsche, meine Schlafsachen drin. Auf der anderen Seite haben wir Bücher und Süßigkeiten. Oh, direkt über dem Bett. Genau, das ist immer gut. Bester Platz. Und auf der anderen Seite ist dann halt David sein Schrank. Ja, wie ihr seht, sind da noch ein paar Klamotten drin. Aufgeräumt. Und auch Unterwäsche. Ja. Genau. Also die Klamotten, die sonst vorne nicht reingepasst haben, die habe ich hier noch reingequetscht. Aber irgendwie findet man immer ein Plätzchen. Ja, dann sind wir jetzt mal bei uns im Keller oder in der Garage, wie auch immer man das nennen möchte. So. Wir haben uns hier so eine kleine Verkleidung dran gebaut. Und haben hier hinten wirklich sehr viel Stauraum. Das heißt, das ganze Bett, das hintere Teil vom Bett, das sind 1,70 Meter in der Breite und ja, ein bisschen mehr wie 1 Meter in der Tiefe. Und dann haben wir hier halt alles ja, so in so kleine Kisten verstaut, weil wir eben einfach ganz gerne Ordnung haben. Dann haben wir so Tupper-Schüsseln, die wir gerade nicht brauchen, Seife, Mixer, Etikettiergerät oder... Hier haben wir dann nochmal so ein bisschen 2 Kisten voll mit Essen. Einfach ein paar Vorräte, die Nudeln, Haferflocken, ganz wichtig, Schokolade. Und hier unten auch noch ein paar Vorräte, was wir sonst so einmal im Monat kaufen. Wir haben hier hinten Zebra-Rollen. Hier hinten noch, wie vorhin angesprochen, 2 Wasserkanister, insgesamt nochmal 30 Liter auf der Seite. Noch ein paar Gaskartuschen, die wir dann da lagern. Haben wir euch übrigens... genau. Sieht man die? Ich glaube, ja. Mhm. Dann haben wir hier noch... nochmal 2 Kisten mit unserer Dusche. Die ist nämlich ziemlich praktisch. Wir haben so einen großen... Wir haben so einen 10-Liter-Kanister mit einer Weithalsöffnung. Und da passt die Dusche super rein, die wird per USB aufgeladen und dann kann man sich super duschen. Also man kann das überall mit hinnehmen und es hat bis jetzt super funktioniert und der Akku hält auch super lange. Hier haben wir noch mal ein bisschen Werkzeug oder auch ein bisschen Ersatz, wie zum Beispiel eine Tauchpumpe, das ist die, die wir auch verbaut haben. Falls da mal was sein sollte, Hammernägel, Ersatzleuchtmittel. Noch ein paar Kerzen, die wir noch zu Hause aus Kerzenresten gemacht haben. Genau. Ansonsten schauen wir mal, was wir da noch hinten haben. Eine große Kiste ist noch hier.
Und zwar ist das, ja, sage ich jetzt mal so, unsere Winterklamotten oder unser Vorrat an Handtüchern. Wir haben hier Wanderschuhe drin. Wir haben uns hier einen Vorhang geholt, hier auf Mallorca, und wollen hier hinten nochmal so als Sichtschutz, beziehungsweise wenn es im Sommer richtig warm wird und wir die Türen auflassen müssen, dass da keine Mücken reinfliegen, wollen wir hier quasi noch so einen Vorhang basteln. Wir haben hier Regenjacken drin, Jeansjacken, die wir gerade nicht brauchen. Auch nochmal so einen Schlauch. Vielleicht mal zum Wasser auffüllen. Gebraucht haben wir den bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, das ist von Standort zu Standort unterschiedlich. Also es kann sein, dass der mal zum Einsatz kommt. Ja, und ansonsten sieht man jetzt hier hinten ganz gut. Ich komme mal um die Ecke. Dann kannst du da mal reinschauen. Sieht man hier ganz gut einmal unsere Batterie, die wir hier verbaut haben. Das ist eine 170 Ampere Batterie. Ich glaube AGM. AGM, genau. Und ja, hier haben wir unseren Wechselstromrichter. Genau. Wir haben oben auf dem Dach zwei Solarpaneele, die laden unsere Batterie. Und zusätzlich wird die Batterie noch geladen über ein automatisches Trennrelais. Wenn wir quasi das Auto anmachen und von A nach B fahren, gibt das Auto quasi den überschüssigen Strom an die hintere Batterie ab. Ja, ich würde mal sagen, das war's jetzt hier erstmal mit dem Keller. Eine Sache haben wir noch, und zwar seht ihr hier hinten einen Tisch, zwei Stühle und da hinten noch die Hängematte. Und auch das passt alles bei uns in den Kofferraum. Und eine Sache haben wir noch, unsere Auffahrkeile. Also auch ganz wichtig, haben wir lange überlegt, ob wir uns die holen, aber da sind wir jetzt sehr, sehr froh drüber. Wir haben die schon sehr oft gebraucht und die finden auch noch Platz hinten in der Garage. Ja, da sind wir schon mal am Ende angekommen, ne? Ja. Also, wir hoffen, euch hat die Roomtour gefallen. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles gezeigt. Wir haben viele Videos von unserem ersten Ausbau hier auf YouTube auch verlinkt. Also da seid ihr gerne eingeladen, da mal reinzuschauen, falls euch der Ausbau interessiert. Wir mussten nämlich leider zweimal ausbauen, weil uns jemand mal Feuer in den Bus gelegt hat. Den Ausbau haben wir dann nicht mehr ganz so detailliert dokumentiert. Genau. Aber ja, so im Groben ist ja der erste Ausbau quasi das Gesamtpaket, bis auf ein paar Schränke, die wir dann nochmal neu gebaut haben und neu gestrichen haben. Ja, sonst hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst doch einen Daumen da und abonniert doch unseren Kanal, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Richtig. Und falls ihr Interesse habt an den verbauten Produkten bzw. an Dingen, die wir hier nutzen in unserem Van, schaut doch gerne in der Videobeschreibung nach. Da haben wir euch viele der Produkte verlinkt. So, dann mache ich mich jetzt ans Video schneiden. Genau. Und du gehst in die Hängematte. Ja. Das ist eine gute Aufteilung. wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.